Willkommen in Maddys Kochwelt. Heute möchte ich euch ein weiteres Gewürz zeigen, denn ich habe euch schon ein paar Gewürze vorgestellt und jetzt wollte ich mal unbedingt dieses typische Curry-Gewürz nachmachen. Dieses Rezept, was ich euch heute zeige, schmeckt sehr, sehr gut. Manche würden vielleicht sagen, es schmeckt nicht so heftig nach Curry, manche schon. Aber ich finde auch, dass dieses Curry-Gewürz an sich sehr, sehr unterschiedlich von Marke zu Marke schmeckt. Deswegen probiert es einfach mal aus, es schmeckt wirklich super. Und welche Zutaten ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Ein Esslöffel Koriandersamen, ein Esslöffel Kreuzkümmelsamen, 3 Teelöffel Kurkuma, 1,5 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, 1 Teelöffel Knoblauchpulver, 1 Teelöffel Ingwerpulver und dann noch ein bisschen was von Nelken und Kardamom. Und zwar, hier habe ich eine Messerspitze Nelkenpulver, das entspricht 2 Nelken, das könnt ihr so oder so verwenden. Und hier habe ich noch 3 Messerspitzen Kardamompulver und das Ganze entspricht 6 Kardamomkapseln, denn 2 Kardamomkapseln entsprechen einer Messerspitze Kardamompulver gemahlen. Als allererstes habe ich bereits die Kümmelsamen sowie die Koriandersamen kurz in der Pfanne angeröstet. Die sind komplett ausgekühlt. Und jetzt müssen erstmal die Gewürze, die noch nicht gemahlen sind, zerkleinert werden. Und zwar 40 Sekunden auf der Stufe 8,5. Jetzt habe ich eben die Koriandersamen sowie die Kümmelsamen. Hätte ich Kardamom und Nelken auch noch in Stücken gehabt, dann hätte ich die auch mit dazu gegeben. Jetzt werden die bereits gemahlenen Gewürze ebenfalls hinzugegeben und das wird nochmal gemixt, 20 Sekunden auf der Stufe 9,5. Doch bevor ich das dann mache, werde ich erstmal hier das Ganze einmal nach unten schieben, weil sich die Gewürze hier an der Seite festgesetzt haben. Und schon ist das Ganze fertig. Gar nicht so schwer und sehr, sehr schnell vor allem zuzubereiten. Da kann man teilweise wirklich auf so fertige Gewürzmischungen verzichten. Jetzt muss ich das noch schnell hier einmal nach unten schieben. Und falls ihr das Rezept nachmachen wollt, dann könnt ihr gerne auf meinen Blog gehen. Gibt es nochmal alles zum Nachlesen oder zum Ausdrucken. Und natürlich wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal in Maddys Kochwelt.